Zuerst mal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay Spezial. In diesen Sendungen präsentiere ich euch immer Spitzenspiele und dieses Mal kommen wir zur ersten Salzburger Eishockey-Landesliga, in der die Oilers 2 auf die Mannschaft des SV Schüttorf trafen. Dieses Spiel hielt, was es versprach, und ich möchte daher nicht um den heißen Brei herumreden und sagen, wir schauen uns gleich einmal das erste Drittel an. Beim Spiel des EC Oilers Salzburg 2 gegen den SV Schüttorf zunächst die in Schwarz spielen und Gäste am Bug. Im Tor der Gäste stand übrigens Martin Volkseisen, der die Nummer 31 trägt. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Oilers an der Scheibe. Das Spielgeschehen spielt sich in dieser Anfangsphase im Mitteldrittel ab und es gibt natürlich die erste Abseits. Bei einem Abseits ist ein Spieler vor der Linie und es gibt Bulli in der neutralen Zone, wie wir hier auf diesen Bildern sehen. Das Bulli wird ausgeführt. Der Torhüter des EC Oilers Salzburg 2, das ist übrigens Martin Miller. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Pass, aber gut aufgepasst von Martin Volkseisen im Tor der Gäste. Hier eine herrliche Parade, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf den Bildern aussieht. Ein Save eines Goalies ist natürlich mit einem Bulli verbunden. Und in diesem Bulli sind dem Spieler im eigenen Verteidigungsdrittel Schuss gut abgeblockt von den Gästen, die auf jeden Fall bei diesem Spiel nur mit 8 Mann am Feld angereist sind. Wenn man bedenkt, dass eine Linie aus 5 Feldspielern besteht, in der Regel 2 Verteidiger und 3 Stürmer, dann kann man sich festhalten, dass nicht einmal 2 komplette Linien zur Verfügung stehen. Die Oilers hingegen können mit 15 Feldspielern, das sind also 3 Linien, spielen, wie es eigentlich im Eishockey üblich ist. Es gibt wieder Bulli vor dem Tor der Gäste. Noch wird der Puck nicht eingeworfen. Aus welchem Grund auch immer. Jetzt der Puck drinnen und ab dem Moment, wo der Puck eingeworfen ist, ist eine Schiedsrichterentscheidung endgültig. Die Oilers sind zunächst hinter Tor, sind im Angriffsdrittel. Gut aufgepasst von Martin Volkseisen, der in dieser Phase eine ausgezeichnete Leistung bot und mit sehenswerten Paraden einige Gegentreffer verhindern konnte. Gut aufgepasst, die Oilers bleiben allerdings noch im Angriffsdrittel hinter dem Tor der Gäste, aber es bringt auch da nichts ein. Wieder ein neuer Versuch, die Oilers versuchen es über die linke Seite. Pass, gute Aktion. Rückpass, Schuss, gut aufgepasst, richtig so, denn ein Goalie sollte grundsätzlich bei der Stange stehen, auf der Seite, wo der Puck herkommt. Schuss, herrliche Parade, war nicht so einfach, wie es aussah. Und wie gesagt, ein sehr schöner Einsatz. Jetzt wieder ein neuer Pass. Der SV Schüttorf am Puck können sich dieses Mal befreien und auch dieses Mal musste Martin Miller das erste Mal eingreifen. Doch die Oilers erobern sich den Puck und es gibt Icing. Bei einem Icing geht der Puck über 2 Linien, ist natürlich auch anders als unerlaubter Weitschuss bezeichnet und wird mit einem Bulli in der eigenen Verteidigungszone
mal gesetzt. Kurz vielleicht einmal zur Erklärung der Zonen. Die Verteidigungszone ist jener Bereich, bei der der eigene Torwart im Tor steht. Hier sehen wir eine neutrale Zone in der Mitte und dann kommen die Oilers in die Angriffszone, wo die Tore erzielt werden. Die Oilers bleiben am Puck. Pass, Schuss, gut aufgepasst von Martin Rückseisen und es gibt wieder einen weiten Abschlag. Natürlich wieder Icing. Das Icing hebt sich allerdings auf, wenn eine Mannschaft entweder in Unterzahl spielt oder ein Spieler die Chance hat, den Puck zu erlaufen. Gleiches gilt auch für die Situation, wo ein der Torwart den Torraum, das ist der halbkreisförmige Bereich vor einem Tor, verlässt. In diesem Fall wird das Spiel normal fortgesetzt, es gibt also kein Icing. Das Spiel wird hier in einem Bulli der neutralen Zone vorgesetzt. Pass. Gest in der eigenen Verteidigungszone. Kontermöglichkeit. Herrlich gemacht. Sollte abziehen. Gut aufgepasst von Martin Miller. Das war nicht so einfach, wie es aussah. Das Spiel ist natürlich unterbrochen und das gibt mir natürlich die Gelegenheit, euch ein paar Sachen aus Sicht eines Goalies zu raten. Doch bevor es soweit ist, sehen wir zunächst noch einmal den Goalie. Schuss abgewehrt von Martin Miller. Die Oilers wieder in Kontermöglichkeit verlieren den Puck an die Gäste, die wie gesagt in diesem ersten Drittel sehr gut mithalten können. Nicht ganz ungefährlich, wenn man als Goalie den Torraum verlässt, weil dann ist ja der gesamte Weg frei. Ja, natürlich ein regulärer Schuss. Der Puck geht vorbei. Nachschuss. Die Äste bringen den Puck nicht vor dem eigenen Tor weg. Und natürlich ist so eine Situation immer für einen Goalie absolut kritisch. Hier haben wir gesehen, dass Martin Miller die Scheibe mit der Fanghand herunterfangen und somit den Puck blockieren konnte. Auch eine sehr häufige Situation und es gibt Bulle. Ja, ich habe es kurz angekündigt. Ich werde was erzählen. Jetzt geht sich allerdings nicht aus, denn der Puck wurde eingeworfen und das Spiel geht weiter. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerlicher Versuch, schöner Angriff, der Gastgeber, Schuss, abgewehrt und ja, um ein Tor zu erzielen, ist es erforderlich, dass der Puck der Linie im vollen Umfang überquert und nicht mehr berührt. Jetzt wieder ein Schuss, gut aufgepasst von Martin Miller, im Tor der Gastgeber. Wieder ein neuer Pass. Die Oilers bleiben am Puck. Geht vorbei. Keine wirkliche Gefahr für das Tor von Martin Rückseisen. Und es steht vorerst noch 0:0. Und Tor! Da ist das erste Tor. Herrlich gemacht. Und der Jubel natürlich bei den Gastgebern entsprechend groß. Es gibt natürlich für einen Tormann einige wichtige Sachen. Nämlich zum einen, dass man sich als Goalie ganz klar auf dem Puck konzentriert und immer richtig steht. Das heißt, möglichst nahe beim Schuss und auch gegebenenfalls versucht, den Puck nur Schuss zu verhindern. Denn wenn es keinen Schuss gibt, ist logischerweise es auch nicht möglich, dass man ein Tor erzielt. Jetzt wieder die Verteidiger im Angriff. Pass. Neuer Versuch. Schuss. Und dieses Mal eine herrliche Parade von Martin Rückseisen, der mit seiner Fanghand den Puck blockiert hat. Auch das ist eine Möglichkeit für einen Goalie, Zeit zu gewinnen, aufzustehen, es gibt Bulli vor dem eigenen Tor und natürlich auf
Aufgrund des Gewichtes der Ausrüstung ist das Aufstehen natürlich keine Kleinigkeit. Wieder die Oilers am Puck. Sind zunächst in der eigenen Verteidigungszone. Pass. Schöner Versuch. Die Oilers bleiben an der Scheibe. Schuss. Gut gemacht. Aber der Puck geht doch knapp am Tor vorbei. Naja, auch die einfach anmutenden Schüsse sind oft besonders heimtückisch für einen Goalie. Denn man erwartet sich einen Puck in eine Richtung und dabei geht der Puck total woanders hin. Auch solche Tore sind nicht gerade angenehm für einen Goalie, um es mal vornehm auszudrücken. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gäste sind am Puck. Schuss! Abgewehrt! Gut aufgepasst von Martin Röckseisen. Und dort der Gäste. Das Spiel ist natürlich unterbrochen. Es geht mal Icing. Und es gibt Bulli vor dem Tor des SV Schüttorf. Der Puck ist eingeworfen. Schuss. Immer noch die Oilers an der Scheibe. Jetzt wieder mal ein Entlastungsangriff der Gäste aus dem Penzgau. Neuerlicher Versuch. Aber sehr gut aufgepasst von der Abwehr der Gäste. Jetzt wieder die Oilers. Zwei. Die erste Mannschaft spielt ja übrigens in der Corinthian Hockey League. Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Schuss. Abgewehrt, herrlich gemacht von Martin Euxeisen. Wie gesagt, bisher eine ausgezeichnete Leistung. Neuerlicher Versuch. Leider Gottes sehr, sehr wenig Zuschauer hier in der Eisarena. Kontermöglichkeit. Rückpass. Zieht ab. Und Tor! 2:0. Herrlich herausgespielt. Hier war ein Verteidiger der Gäste beim Stürmer. Und in so einer Situation geht man als Goalie davon aus, dass der Verteidiger den Puck wegschießt. War allerdings in dieser Phase nicht der Fall. Und so ist es kein Wunder, dass der zweite Treffer für die zweite Mannschaft des EC Oilers Salzburg fehlt. Wieder ein neuer Rückpass. Pass. Die Oilers können den Puck in der eigenen Verteidigungszone halten, was natürlich nicht ganz ungefährlich ist, denn wenn stärkere Mannschaften sind, dann gibt es ein Breakaway und im schlechtesten Fall sogar einen Gegentreffer. Also wäre es wichtig, den Puck mal aus der eigenen Verteidigungszone zu bringen. Weg vom eigenen Tor, das ist auf jeden Fall die Devise. Nachschuss! Gut aufgepasst von Martin Röckseisen. Wie gesagt, eine tadellose Leistung in dieser ersten Drittelphase. Und auf jeden Fall gab es einiges Sehenswertes selbst zu sehen. Jetzt wieder die Oilers. Findet keinen Anspielpartner. Fährt mit der Scheibe herum. Gut geblockt. Und ebenso gut aufgepasst von der Abwehr der Gäste aus dem Penzgau. Wiederum ein weiteres Icing der Gäste. Mit Bulli vor dem Tor des FSS verschüttet. Und wieder ein Rückpass. Schöner Versuch.
Schuss. Neuerliche Kontermöglichkeit. Die Oilers sind an der Scheibe. Die Oilers. Aber auch da bringt es nichts ein. 2:0, der aus meiner Sicht doch etwas überraschend knappe Zwischenstand in dieser Begegnung. Jetzt wieder die Oilers von der rechten Seite. Gute Aktion. Wieder die Gäste sehr gut mithalten. Bleiben allerdings hängen. Aber auch da bringt es nichts ein. Spielstand 2:0 für die Oilers. Ein neuer Angriff. Gut aufgepasst von Martin Miller, der jetzt ebenfalls mit der Fanghand den Puck blockiert und somit den Stürmer des ESV Schüttorf an Torschuss hindert. Richtig gemacht, kann ich dann nur sagen. Pass. Wiederum die Gäste in der Angriffszone. Das Spielgeschehen spielt sich jetzt in der Angriffszone der Gäste ab. Gut aufgepasst von Martin Miller. Neuerliche Kontermöglichkeit. Pass. Jetzt wieder mal eine gute Aktion, aber auch da geht der Puck an Freunden ein vorbei. Die Oilers tun sich in dieser Phase eher schwer, den Puck hinein. Angriffszone zu halten. Jetzt wieder ein Angriff der Oilers. Auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder ein Rückpass. Die Gastgeber können sich im Puck in der eigenen Reihe behalten. Wieder ein Entlastungsangriff, sollte abziehen, allerdings keine wirkliche Gefahr für das Tor von Martin Miller. Spiel natürlich unterbrochen und Bulle wird in der neutralen Zone fortgesetzt. Pass. Immer noch die Gastgeber am Puck. So, zieht ab. Und da weiterer Treffer für die Oilers. Herrlich herausgespielt und keine Chance für Martin Eukseisen, da irgendetwas zu machen. Nach jedem Tor gibt es in der Mitte einen Anstoßbully für die Mannschaft, die das Tor kassiert hat. Der aktuelle Spielstand lautet also in diesem Spiel 3:0 für die Oilers 2. Und wieder ein Rückpass. Die Oilers 2 an der Scheibe. Schuss. Gut abgeblockt. Schuss. Gut aufgepasst von Martin Miller im Tor der Gastgeber. Und es gibt eine neuerliche Kontermöglichkeit. Pass. Sollte abziehen.
Doch da bringt es allerdings nicht wirklich etwas ein. Immer noch die Gastgewand. Puck jetzt wieder mal ein Entlastungsangriff, das ist verschüttet auf. Sollte abziehen. Das war nicht ganz einfach. Gut aufgepasst von Martin Miller, der wiederum seine Mannschaft vor einem fast sicher scheinenden Gegentreffer bewahren konnte. Wieder eine Aktion. Pass. Die Oilers bleiben an der Scheibe. Jetzt wieder ein Aktion im Mittelfeld, aber kein Problem für Martin Miller. Da ein Puck aus der Gefahrenzone zu bringen. Jetzt wieder die Oilers an der Scheibe. Pass, Schuss, herrlich gemacht von Martin Oixeisen. Die Gastgeber bleiben allerdings noch im Scheinbesitz. Jetzt wieder ein Angriff des SV Schüttdorf. Aber auch da bringt es nichts ein. Der Schiedsrichter zeigt ein Foul an, das nicht sofort gepfiffen wird. Das Handzeichen dafür ist die gehobene Hand. Schuss. Der Puck geht am Tor der Geste vorbei. 3:0 der knappe Spielstand angesichts der Tatsache, dass die Gäste, wie schon gesagt, mit nur 8 Feldspielern angereist sind, etwas überraschend. Jetzt wieder ein neuer Pass. Kontermöglichkeit. Sehr gut aufgepasst von den Verteidigern des SV Schüttdorf. Wieder die Oilers am Puck. Rückpass. Schöne Aktion. Gut aufgepasst. War auch sehr gut aufgepasst von den Gästen, die sich befreien können. Doch die Oilers bleiben am Zug. Neuerlicher Versuch, wird hier nicht attackiert. Pass. Bisschen absolut sehenswertes Spiel mit sehr schönen Paraden von beiden Goalies. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Immer noch die Oilers an der Scheibe. Neuerlicher Angriff. Finden keine Anspielstelle, vielleicht jetzt. Allerdings sehr weit vorgelegt und der Puck geht in die Rundung. Kontermöglichkeit der Oilers 2. So, zieht ab. Geht allerdings am Tor vorbei. Könnte man als Stürmer durchaus mehr machen. Jetzt wieder ein neuer Pass. Groß. Auch da bringt es nichts ein. Pass. Alles wie gesagt. Eher im Mittel, in der neutralen Zone, wo eigentlich nicht wirklich die Tore fallen. Jetzt wieder ein Angriff. Sehr gut gemacht. Kontermöglichkeit. Aber auch dieses Mal kein Problem für die Verteidiger des EC Oilers Salzburg.
Gute Aktion. Schuss! Gut abgeblockt. Nachschuss. Auch da geht der Puck knapp, aber doch am Tor der Gäste vorbei. Im Hintergrund sehen wir den Spielerwechsel, der bei einem Eishockeyspiel unbegrenzt oft möglich ist. Die Zeiten zwischen den Spielerwechseln werden auch als sogenannte Shifts bezeichnet. Hier ein herrlicher Big Save von Martin Rolkseisen. Wie gesagt, eine sehr gute Leistung und sehenswerte Parade. Eishockey, Herz, was willst du mehr? Dann wieder die Oilers an der Scheibe. Gut aufgepasst. A-Schuss. Und Tor! Da ist das 4:0. Wie ich schon gesagt habe, es wäre in der Verteidigungszone wichtig, den Puck vom eigenen Tor wegzubringen, was hier auf Seiten des SV Schütter offenbar nicht der Fall war. 4:0, der aktuelle Spielstand für die Gastgeber des EC Oilers Salzburg 2. Und wieder Rückpass. Die Oilers 2 bleiben dran. Pass. Schöne Aktion. Gut herausgespielt. Dankt sich durch. Es bringt auch dann nichts ein. Schuss. Gut gemacht. Auch hier wieder eine schöne Aktion von Martin Miller im Tor des EC Oilers Salzburg 2. Der Backup bei Seiten des EC Oilers Salzburg ist übrigens Alexander Wagner. Auch ein junger Goalie. Und wieder ein Rückpass. Gute Aktion von den Oilers, sehr gut aufgepasst. Zieht ab. Der Puck geht allerdings vorbei. Es bleibt beim 4:0 für die Oilers nach dem ersten Drittel. Im ersten Drittel hielten die Gäste aus dem Pinzgau noch sehr gut mit und Martin Rolkseisen konnte einige herrliche Paraden verzeichnen. Im zweiten Drittel zeigte sich allerdings, dass die Gastgeber mit drei Linien spielten, während bei den Gästen aus dem Pinzgau nur 8 Feldspieler vorhanden waren. Wir sehen also das zweite Drittel und dazu möchte ich euch alle recht herzlich im zweiten Drittel zunächst einmal die Gäste aus Schüttorf an der Scheibe. Es steht 4:0 für den EC Oilers Salzburg. Und beide Mannschaften liefern sich natürlich auch im ersten Halbzeit ein durchaus sehenswertes Duell. Das aufgrund der Tatsache, dass die Gäste ja mit 8 Feldspielern angetreten waren, mit 4:0 durchaus gut mithalten konnten. Jetzt wieder ein Schuss, Pass, der Puck geht allerdings am Tor vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Gut aufgepasst von Martin Miller im Tor der Gastgeber. Schön gemacht. Und der Puck geht auf jeden Fall vom Tor weg. Jetzt wieder in der Anfangsphase hatten die Gäste aus dem Pinzgau ihre Druckphase. Allerdings wieder ein Konter der Oilers, die allerdings in der Abwehr des SV Schüttorf hängen bleiben. Die Schüttorfer bleiben am Puck. Allerdings ein eher ungenauer Pass, der von den Oilers abgefangen wird und vorbeigeht. Pass,
Das Spielgeschehen spielt sich in dieser Anfangsphase des zweiten Drittels eher in der neutralen Zone ab. Wieder ein Angriff, der allerdings nichts einbringt. Zum ersten Drittel ist zu sagen, dass sich beide Goalies, wie gesagt, mehrere Male auszeichnen konnten. Das Spiel ist unterbrochen und es gab Icing. Bulle also vor dem Tor des SV Schüttorf. Dann wieder ein Bulli. Der ausgeführt wurde. Wieder in der neutralen Zone. Neuerlicher Pass von den Oilers. Aber der SV Schüttorf startet einen Konter, der allerdings am Tor von Martin Miller vorbeigeht. Jetzt wieder ein Angriff, wird hier nicht attackiert, aber auch gut aufgepasst. Der Puck geht jedenfalls nicht wirklich in Richtung Tor der Gastgeber. Und kein weiterer Treffer. Sehr gut gemacht von den Verteidiger beider Mannschaften. Die Oilers bleiben allerdings am Puck. Pass. Schuss. Der Puck geht am Tor vorbei. Man sieht es, dass die Abwehr der Gäste sehr gut positioniert war. Immer noch die Oilers an der Scheibe. Schuss. Gut aufgepasst. Es besteht also in dieser Phase keine wirkliche Gefahr für das Tor von Martin Röckseisen. Neuerlicher Versuch. Rückpass. Super Aktion. Pass. Sehr gut aufgepasst. Mal ein weiterer Schussversuch, der allerdings nichts einbringt. Rückpass. Und auch da ebenfalls eine gute Aktion. Hier noch eine gute Abwehr von Martin Röckseisen. Schuss und Tor. Da war der weitere Treffer zum 5:0. Herrlich herausgespielt von den Oilers. Und dieser Schuss war aus meiner Sicht absolut unhaltbar. Na, wie schon gesagt, wenn die Verteidiger die Scheibe nicht wegbringen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis einmal ein Treffer fällt. Es gibt wieder Anstoßpulli vor dem Tor in der Mitte. Die Gastgeber übernehmen gleich das Kommando. Die erste Mannschaft spielt übrigens, wie ich schon verraten habe, in der Corinthian Hockey League, die wir auch hier in der Sendung Powerplay regelmäßig im Programm haben. Schuss abgewehrt von Martin Röckseisen. Pass, eine durchaus sehr ausgezeichnete Leistung, ich finde. Waren sehr sehenswerte Saves dabei. Das Spiel ist unterbrochen. Und das gibt mir Gelegenheit, den nächsten Termin von der Erstmannschaft der Oilers anzukündigen. Wir sehen ihn hier eingeblendet.
am 9. Samstag, den 12.11. um 19.30 Uhr im Salzburger Volksgarten. Das Spiel findet übrigens auch im Rahmen der Corinthian Hockey League statt. Doch zurück zum Spiel Oilers 2 gegen Schüttorf. Die Oilers 2 sind in der eigenen Verteidigungszone. Hinter dem Tor von Martin Miller jetzt wieder ein weiter Abschlag, der allerdings nicht wirklich etwas einbringt. Rückpass. Immer noch die Oilers an der Scheibe. Vor dem Tor von Martin Volkseisen. In einem Spiel, bei dem es 5:0 für die Oilers steht. Jetzt wieder ein Angriff der Gäste. Gut aufgepasst. Immer noch die Gäste an der Scheibe. Schuss. Gut aufgepasst von Martin Miller. War nicht ganz einfach zu halten, dieser Schuss. Die Gäste setzen nach. Sehr gut aufgepasst. Ja, einige Torschüsse können die Gäste durchaus abgeben, wie man hier auf diesen Bildern sehr gut erkennen kann. Jetzt wieder die SV Schüttorf abgewehrt, gut aufgepasst, aber die Oilers können sich noch sehr gut halten. 5:0 der aktuelle Spielstand für die Gastgeber. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Gut aufgepasst. Bleiben in der eigenen Verteidigungszone. Ja, das sind sehr schöne Einsätze, wie man hier dann sieht. Pass, aber Nachschuss. Aber der Puck geht nicht ins Tor. Wie gesagt, eine gute Leistung von beiden Torhütern in diesem Spiel. Es gibt wieder Bulli wie vor dem Tor von Martin Olgseisen. Und an dieser Stelle kann man auf jeden Fall ohne weiteres erwähnen, dass die Oilers 2 auch in der vergangenen Saison die Landesliga 1 gewonnen haben. Also, wie gesagt, eine sehr starke Mannschaft sind, wie auch das Ergebnis nicht mehr gut widerspiegelt. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Offside entscheidet der Schiedsrichter. War aus meiner Sicht nicht unbedingt nachvollziehbar, aber gut. Der Schiedsrichter ist hier derjenige, der die Entscheidungen trifft. Bulle jedenfalls in der neutralen Zone. Jetzt wieder ein neuer Versuch und eines kann man auf jeden Fall sagen, dass noch ziemlich viele Tore in diesem Spiel sehen werden. Dann wieder ein neuer Versuch. Leider Gottes bei diesem Spiel, wie wir sehen, sehr wenig Zuschauer. War eigentlich ein sehr spitzen Spiel. Pass. Der Puck geht am Tor der Gastgeber vorbei.
kein weiterer Treffer. Es gibt Bulli vor dem Tor von Martin Miller. Wieder eine gute Aktion. Gut aufgepasst, herrlich pariert von Martin Rolksheißen. Der Schuss hätte auf jeden Fall durchaus drinnen sein können, war aus Sicht eines Goals wohl eher unangenehm. War gut pariert von Martin Rolksheißen. Es war Schüttorf. Oder nein, es war wie es ausschaut ein Treffer. Weiterer Treffer zum 6:0 hätte ich ehrlich gesagt aus dieser Perspektive eher schwer zu erkennen. Schuss. 6:0 für die Gastgeber des EC Oilers Salzburg 2. Und auch da ist eine weitere Unterbrechung vom Spiel gefolgt. Da gibt es natürlich den Hinweis auf das nächste Spiel auswärts gegen die Canadiens Carbon in der Eishalle Zell am See um 19.30 Uhr. Dann wieder der SV Schüttorf. Kann den Puck in der eigenen Verteidigungszone behalten. 6:0, der aus Sicht der Gastgeber erfreuliche Zwischenstand. Pass. Schöne Aktion. Bisher ein eher ausgeglichenes Spiel, bei dem 6 Tore fielen, auf jeden Fall sehr, sehr interessant und absolut sehenswert. Ein Spitzenspiel, wie ich es mir auf jeden Fall vorstelle. Jetzt wieder der SV Schüttorf. Kontermöglichkeit. Pass. Abgewehrt. Schuss. Und abgewehrt von Martin Miller. Das war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Und ja, wie gesagt, die Gäste aus dem Minsker zeigten in dieser Phase auch, dass sie durchaus Eishockey spielen können. Natürlich gibt es logischerweise wieder Bulli vor dem Tor der Gastgeber, wie nach jedem Save der Goalies eigentlich üblich. Wieder ein Angriff der Oilers. Pass. Könnte vielleicht noch einen weiteren Treffer ergeben. Aber die Gäste können sich aus dem befreien. Bulli in der neutralen Zone. Rückpass. Und Tor! Lang hat's gedauert, aber jetzt klingelt es ein weiteres Mal. 7:0. Keine Chance für Martin Rolksheißen. Und ja, weiterer Treffer für die Spieler des EC Oilers Salzburg. Ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Das Spiel war in dieser Phase auf jeden Fall schon so gut wie entschieden.
Wieder eine neue Aktion. Pass. Jetzt wieder ein sehenswerter Angriff. Ja, allerdings nichts einbringt. Dieses Mal ist das Spiel unterbrochen. Wir sehen im Hintergrund, die Oilers wechseln die Linien. Wieder ein Angriff. Und weiterer Treffer. Wahrscheinlich ins Kreuzeck 8:0. Der aktuelle Spielstand für die Gastgeber. Dann wieder ein neuer Bulli in der Mitte, wie es nach jedem Tor üblich ist. Wiederum die Oilers an der Scheibe. Pass. Aber auch da bringt es wieder nichts ein. Rückpass sollte auch sein. Gut aufgepasst von Martin Rolkseisen im Tor der SV Schüttorf. Wiederum ein neuer Versuch. Und auch dieses Mal gibt es Icing. Das Spiel ist unterbrochen und wird mit einem Bulli vor dem Tor von Martin Miller fortgesetzt. Bislang an diesem Abend ohne Gegentreffer. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Der SV Schüttorf bleibt an der Scheibe. Gute Aktion. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Schuss. Bleibt allerdings in der gut positionierten Verteidigung der Gastgeber des EC Oilers Salzburg 2 hängen. Weiter geht es mit einer neuen Kontermöglichkeit. Schuss, gut aufgepasst von Martin Rolkseisen, war sehr gut gehalten. Bulli vor dem Tor der Gäste. Der Puck wurde eingeworfen. Pass. Sehr gut aufgepasst, da hätte durchaus ein Gegentreffer drin sein können. Allerdings, wie gesagt, aus Sicht der Gäste, Gott sei Dank, gut aufgepasst von Martin Rück. Ja, auf jeden Fall, ich habe es ja schon des Öfteren erwähnt, sehr eine gute Leistung und Spielstand geht allerdings aufgrund der Tatsache, dass sich die Oilers bislang als effizienter im Auswerten von Chancen erwiesen haben, durchaus in Ordnung. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass, erneut gut aufgepasst. Rückpass. Die Oilers an der Scheibe. Schöne Kontermöglichkeit. Das könnte
durchaus mehr werden. Das und jetzt wieder ein Konto der Gäste. Herrlich gemacht, wird hier nicht attackiert, sollte ab und da dann abgewehrt. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit, fährt auf das Tor zu, sollte abziehen und Tor! Weiterer Treffer, herrlich gemacht. Keine Chance für Martin Rückseisen. Herrlicher Einsatz von beiden Spielern und ein weiterer Treffer für die Gäste. Gastgeber zum 9:0 dieser interessanten Begegnung. Schuss, neuerlicher Versuch. Pass und auch dieses Mal zeichnete sich Martin Miller im Tor des EC Oilers Salzburg aus. Ein weiterer Treffer für die Gäste und natürlich ist auch in dieser Phase natürlich das Spiel schon längst entschieden. Schuss. Gibt es in diesem zweiten Drittel noch einen weiteren Treffer? Oder nicht? Wir sind gespannt. Zunächst einmal die Oilers. Schuss. Und Tor! Weiterer Treffer. Herrlich herausgespielt, keine Chance. Dieses Mal war Martin Rückseisen im Tor der Gäste geschlagen. Gut gemacht, kann man da nur sagen, aus Sicht der Stürmer. Wieder ein Rückpass. Jetzt wieder ein Angriff der Gäste. Pass. Noch sind die Oilers an der Scheibe. Gut aufgepasst, aber auch da bringt es nichts ein. Wieder ein neuer Versuch. Rückpass. Sehr gut gemacht, wie ich finde. Schuss. Der SV Schüttorf bleibt vorerst noch am Puck. Die Oilers können sich zunächst befreien, verlieren wieder den Puck. Das gibt eine neue Kontermöglichkeit. Schuss! Und Tor! Erster Treffer für die Gäste aus dem Pinzgau. Herrlich gemacht. Und auch dieses Mal erster Treffer und keine Chance für Martin Miller. Dieser Begegnung. Schade, da wäre durchaus ein Shutout verdient gewesen, was allerdings in diesem Spiel eher unwahrscheinlich sein dürfte. Wieder ein Rückpass. Die Oilers bleiben an der Scheibe. Gut gemacht. Abgewehrt von Martin Rückseisen im Tor der Gäste. Neuerliche
jetzt wiederum hauptsächlich in der neutralen Zone ein neuerlicher Angriff der Oilers, aber sehr gut aufgepasst von Martin Röckseisen. Pass. Neuerlich hier Rückpass. Wir bleiben noch dran. Abgewehrt vom Mann. Holzeisen. Beziehungsweise ein weiterer Treffer. 10:1 für die Oilers 2 in dieser doch sehr am Ergebnis her eindeutigen Begegnung. Der 10. Treffer ist also gefallen. Dann wieder ein neuer Rückpass. 10:1, also der aus Sicht der Oilers erfreuliche Zwischenstand. In diesem Drittel tut sich also nicht mehr wirklich etwas. Und das ist auch der Spielstand nach 40 Minuten. Hier noch einige Szenen. Das Spiel. Auch das zweite Drittel brachte zahlreiche Treffer. Und beide Goalies konnten sich auch einige Male durch sehr sehenswerte Saves auszeichnen. Alles in allem, wie gesagt, ein sehr interessantes und gutes Spiel, wobei zu sagen ist, dass der Spielstand nach dem zweiten Drittel doch etwas zu hoch war. Wir schauen als nächstes uns gleich das dritte Drittel an und auch da ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Im Schlussdrittel beim Spiel des EC Oilers Salzburg 2 gegen den SV Schüttorf zunächst wie gesagt die Gastgeber am Puck. Das Spiel war in dieser Phase schon längst entschieden, denn der aktuelle Spielstand im Schlussdrittel lautete 10:1 bei den EC Oilers Salzburg 2. So gesehen konnten sich die Gastgeber auf ein eher ruhiges Schlussdrittel einstellen. Denn die Punkte waren ja bei diesem Spielstand so gut wie im Trockenen. Doch zunächst einmal die Gäste der Scheibe waren auf das Tor von Martin Miller zur bisher tadellose Leistung von beiden Goalies. Ich sagen würde, die Tore natürlich allesamt aus meiner Sicht unhaltbar. Rückpass. Schuss hinter dem Tor von Martin Röckseisen, der einige sehr sehenswerte Saves verzeichnen konnte und bei den Toren absolut chancenlos war. Rückpass, Schuss, abgewehrt von Martin Miller im Tor des EC Oilers Salzburg 2. Das Spielgeschehen spielte sich in der Anfangsphase des Schlussdrittels eher inmitten der neutralen Zone ab. Beide Mannschaften kamen relativ selten vor das gegnerische Tor, wie hier die Oilers. Über die Geste. Der Schuss konnte durch eine schöne Parade von Martin Miller entschärft werden. Also, wie gesagt, kein weiterer Treffer und es bleibt vorerst beim eindeutigen 10:1 für die Gastgeber. Dann wieder ein Angriff des EC Oilers Salzburg 2 über die rechte Seite. Pass.
guter Ton. Immer noch sehr gut aufgepasst. Aber auch da, wie gesagt, keine wirkliche Gefahr. Und es bleibt vorerst beim 10:1 für die Oilers 2. Wiederum ein Versuch. Pass. Eine sehr häufige Szene an diesem Eishockeyabend. Die Oilers, dieses Mal in der eigenen Verteidigungszone, können den Puck aus der Gefahrenzone bringen, versuchen es über die linke Seite. Immer noch die Oilers. Ja, und für alle, die später eingeschaltet haben, sage ich kurz einmal noch, wer hier spielt. Es sind die Oilers 2 gegen den SV Schüttorf im Rahmen der ersten Salzburger Eishockey-Landesliga. Das Spiel ist unterbrochen. Gib mir noch einmal die Gelegenheit, den ersten Spieltermin der Kampfmannschaft des EC Oilers Salzburg bekannt zu geben. Ihr seht ihn natürlich hier eingeblendet. Bulli vor dem Tor der Gäste. Rückpass. Schuss. Gut aufgepasst. Und im Schüttorfern. Pass. Immer noch die Oilers und Puck, Schuss, aber auch dieses Mal geht der Puck am Tor vorbei. Wiederum ein neuer Versuch der Oilers. Sehr gut aufgepasst von den Gästen und auch dieses Mal konnten, gibt es eine Strafe für die Gäste aus dem Pinsker. Naja, 5:3 Überzahlspiel für die Oilers. Bei leichteren Vergehen wird vom Schiedsrichter eine 2 Minuten Strafe verhängt und es mussten auf jeden Fall 3 Feldspieler pro Mannschaft am Eis sein. Wenn mehr als 2 ausgeschlossen sind, dann darf die Mannschaft jeweiligen Spieler auf 3 auffüllen. Plus, natürlich gibt es auch schärfere Strafen, die bei schweren Fouls verhängt werden. 10 Minuten Strafe, 5 Minuten Strafe, 10 Minuten Strafe und hier ein weiterer Treffer für die Oilers zum 11:1. Herrlich herausgespielt, der Jubel natürlich entsprechend groß. Ich war ja bei den Strafen und es ist zu sagen, dass bei einer 2 Minuten Strafe der Spieler vorzeitig hinein darf, wenn die in Überzahl spielende Mannschaft ein sogenanntes Powerplay-Tor erzielt. Es gibt wieder Anstoßbulle. Rückpass. Pass. Sehr schön gemacht. Die Oilers 2 können die Scheibe in ihren eigenen Reihen behalten, was ja beim Eishockey sehr, sehr wichtig ist, wenn man ein Spiel gewinnen will. Pass. Nachschuss. Die Oilers in Überzahl. Powerplay, wie es in der Fachsprache heißt.
Schuss. Nachschuss. Und auch dieses Mal sehr gut aufgepasst von Martin Olgsessen. Wie gesagt, eine absolut gute Leistung, wie ich finde. Ich kann mich in dieser Hinsicht nur wiederholen. Wieder ein Angriff. Super gemacht. Kein Icing entscheidet der Schiedsrichter, denn wie gesagt, das Icing hebt sich auf, wenn eine Mannschaft in Unterzahl spielt, wie es hier der Fall ist. Mittlerweile sind beide Mannschaften wieder komplett 5 gegen 5. Das normale Spiel geht auf jeden Fall weiter. Spaß. Wieder in Angriff. Die Oilers. Versucht es SV Schüttorf, der hier gut abgedrängt wird von einem Verteidiger der Oilers. Bleiben am Puck. Schuss. Sehr gut aufgepasst. War nicht so einfach, wie es aussah. Jetzt wieder ein herrlicher Konter. Schuss! Scheitert zunächst am sehr guten Martin Olgsessen. In dieser Phase sicherlich ein wichtiger Save. Wie eigentlich jeder Save von einem Goalie wichtig ist. Denn ein Goalie hat ja die Aufgabe, Gegentreffer zu verhindern. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Los. Und da! Weiterer Treffer. Irgendwie ging der Puck ins Kreuzeck. Ah, natürlich. Dieser Perspektive relativ schwierig zu erkennen. Der Jubel natürlich bei den Oilers entsprechend groß. Nach einer Phase ohne weiteren Treffer landet der Puck wieder in den Maschen im Tor des Gegners. Auf jeden Fall steht es 12:1 für den Gastgeber, auch wenn die damit wohl das Spiel endgültig entschieden haben. Auch dieses Mal eine Parade von Martin Riffler, sicherlich um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. Super gemacht, kann ich da an dieser Stelle nur sagen. Schuss. Rückpass. Eine tadellose Leistung von beiden Goalies, wieder die Oilers am Puck. Sehr gut aufgepasst,
wieder ein Konter für die Gäste aus der Pinska, der allerdings sehr weit vorgelegt ist und somit nichts einbringt. Wieder die Oilers. Pass. Schöne Aktion. Und auch dieses Mal gibt es Icing. Ich habe kurz etwas von den Strafen erwähnt, die natürlich je nach Art und Schwere des Fouls verhängt werden. Neben der erwähnten 2 Minuten Strafe gibt es auch noch die 5 Minuten, die 10 Minuten, die Spieldauer und die Matchstrafe. Und der Unterschied zwischen einer Spieldauer und einer Matchstrafe ist der, dass bei einer Matchstrafe mindestens ein Spiel Sperre die Folge ist. Und in diesem Fall tritt der Strafsenat der Liga zusammen und entscheidet über die Länge der Sperre. Und hier ein weiterer Treffer zum 13:1 für die Oilers. Herrlich herausgespielt. Ja, aus Sicht der Gastgeber sicherlich sehr erfreulich. Und vor dem Mitte Spiel natürlich in dieser Phase schon ziemlich eindeutig entschieden. Zu 1, der sich da in das erfreuliche Zwischenstand. Neuerlicher Versuch. Schuss. Der Puck geht allerdings dieses Mal am Tor vorbei. Pass. Schuss. Und Tor. Weiterer Treffer zum 13:2. Herrlich gemacht. Und da müsste halt die Abbeleidigung der Gastgeber näher hingehen und einen Schussmöglichkeit blocken. Aber bei einem Spielstand 13:2, kurz vor Ende dieser Begegnung, sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Jedenfalls gibt es auch hier wieder Anschlusspulle. 13:2, der aktuelle Spielstand für den EC Oilers Salzburg. Jetzt wieder ein Versuch. Schuss. Gut aufgepasst. Und dieses Mal gibt es ein weiteres Icing von Seiten der Gäste aus dem Pinzgau. Puck wurde eingeworfen. Schuss. Viert, 13:2 der aktuelle Zwischenstand in einer Begegnung, die logischerweise schon längst entschieden ist. Denn ich nehme nicht an, dass wir im Schlussdrittel einen derartigen Rückstand noch aufholen können. Das ist eher unwahrscheinlich, aber natürlich nicht ganz unmöglich. Jetzt wieder die Oilers am Puck. Sehr gut aufgepasst.
wieder die Oilers. Schuss. Ja, wir haben bisher in dieser Begegnung zahlreiche Torschüsse und ebenso zahlreiche Saves der Goalies gesehen. Dennoch führen die Gastgeber auch in dieser Höhe verdient mit 13:2. Und wie gesagt, das Spiel ist eigentlich schon entschieden. Das sollte nicht mehr wirklich etwas anbrennen. Pass. Sehr gut gemacht. Kontermöglichkeit. Aber keine Gefahr für das Tor. Mathe Miller. Sehr gut aufgepasst von der Verteidigung der Oilers 2. Was? Schöne Aktion. Es bringt allerdings da nichts ein. Gut, Safe von Martin Miller. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Rückpass. Wiederum eine. Der SV Schüttorf bleibt an der Scheibe. Verliert den Puck wiederum in Richtung. Heißt die. Auch dieses Mal ist das Spiel erneut unterbrochen und es gibt auf jeden Fall Bulli in der neutralen Zone. Ich glaube, es war. Nein, Bulli war dem Tor von Martin Miller. Was ist da genau war, konnte ich jetzt in der Geschwindigkeit nicht erkennen. Schuss. Immer noch die Oilers am Puck. Jetzt einmal Puck weit weg vom eigenen Tor. Ja, genau, so gehört es sich. Rückpass. Sehr schön gemacht. Auch da bringt es nichts ein. Ah, ist ein Treffer oder nicht? Nein, ich bin leider der Schiedsrichter. Ein ehrlicher Save von Martin Neugseis. Trotz Geizen, Gegenläufern, eine gute Leistung. Und ja, erwähnenswert ist auf jeden Fall, dass die Gäste aus dem Minsker mit nur 8 Feldspielern angereist sind, was natürlich bei einem Eishockeyspiel gegen eine starke Mannschaft wie den Oilers sicherlich sehr auf die Substanz geht. Eigentlich aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar. Das Spiel ist unterbrochen.
und esst die Bulle vor dem Tor der Gäste. Wieder geht Gastgeber. Schuss. Kein Tor, entscheidet der Schiedsrichter. Und es gibt Bulle. Ja, zum Thema Schiedsrichterentscheidungen kann man vielleicht auch ein paar Sätze sagen. Sie können so lange revidiert werden, bis der Puck eingeworfen wird und sind erst ab diesem Moment endgültig. So ist es beispielsweise möglich, dass ein Schiedsrichter, wenn aufgrund der Geschwindigkeit des Pucks ein Puck erreicht, der immerhin bis zu 160 Stundenkilometer etwas nicht erkennt, das noch einmal genau überprüfen und somit eine objektive Entscheidung treffen kann. Bulle vor dem Tor der Gäste. Gut aufgepasst. Immer noch die Oilers in der Angriffszone. Angriff des SV Schüttorf. Das Spielgeschehen passiert im Mittelabschnitt. Rückpass. Wir befinden uns in der Schlussphase dieses Spieles. Wieder ein Angriff des EC Euler Salzburg 2. Die noch am Puck bleiben. Herrliche Parade von Martin Rückseisen. Ja, wir hören es vielleicht im Hintergrund der Final Countdown. Durchaus nicht ganz unpassend, wenn man bedenkt, dass das Spiel bereits in der Schlussphase ist. Rückpass. Neuerlicher Versuch. Pass. Schuss. Drängt sich durch. Und auch dieses Mal zeichnete sich Martin Rückseisen im Tor der Gäste aus und konnte mit einer herrlichen Glanzparade einen Gegentreffer verhindern. Und wieder ein neuerlicher Versuch. Gut aufgepasst. Rückpass. Wieder die Oilers an der Scheibe. Pass. Immer noch die Oilers 2 am Puck, aber es wird sich nicht mehr wahrscheinlich was ändern. 13 zu 2 da.
Zwischenstand natürlich schon längst entschieden. Darüber, glaube ich, brauchen wir hier nicht unbedingt zu diskutieren. Es gibt noch einen Bulli, aber der Endstand lautet auf jeden Fall verdient 14 zu 2 für die Oilers 2. 14 zu 2, so lautete der aus Sicht der Oilers 2 erfreuliche Endstand in dieser Begegnung, bei der sich letzten Endes die Tatsache, dass die Oilers mit drei Linien spielten, durchsetzen konnte. Dennoch hielten die Gäste aus dem Pinzgau sehr gut dagegen und konnten auch ein, zwei sehr sehenswerte Treffer verzeichnen. Alles in allem, wie gesagt, ein tolles Spiel, das durchaus Lust auf mehr macht. Mit diesen Informationen sind wir auch am Ende dieser Ausgabe der Sendung Powerplay Spezial angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Es verabschiedet sich euer Markus.